Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Spitex Lindenhof in Aftrigen. Professionell, strukturiert und persönlich. Das Pericenter in Arbig Aftrigen ist weit über die Region heraus ein beliebter Einkaufstempel. Herzlich willkommen zu dem ZT-Talk. Jetzt im Frühling 2023 wird der Einkaufstempel 50 Jahre alt. Eine gute Gelegenheit, einmal vorzuschauen und ein bisschen zurückzuschauen. Und zwar machen wir das mit dem Mr. Perry. Seit 2005 ist er hier Chef in diesem Betrieb, könnten also in- und auswendig. Heute hat er Zeit für einen Talk und ich freue mich sehr, dass wir hier im Perry zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen, Rudi Bügler. Schönen guten Tag. Auch herzlich willkommen hier im Perry Center. Wir haben gerade das Ostergeschäft hinter uns. Sind Sie am Zahlen biegen, wie wahnsinnig? Wie zufrieden sind Sie mit der Umsatz, mit dem Ostergeschäft? Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten eine sehr gute Frequenz und natürlich einen guten Umsatz. Wir hatten das ideale Wetter, so richtig fürs Shoppen. Perfekt gewesen. Ja. Und absolut. Das erste Quartal? 2020. Das erste Quartal sind wir über 9% über Vorjahr, also sehr zufrieden und auch glücklich. In der Pandemie hat man ja noch sehr stark das Online-Einkaufen gesehen, wie das anzieht. Spürt man jetzt daraus eigentlich noch irgendwelche Spätfolgen aus dieser Zeit? Oder machen die Leute einfach wieder beides? Ja, sie machen wieder beides. Das hat sich wieder normalisiert, kann man sagen. Zudem ist es für uns natürlich noch schwierig, weil wir haben ja frisch umgebaut und dann ist die Pandemie gekommen. Wir haben eigentlich jetzt den Frühling mit der Entwicklung, mit den neuen Läden und der Frequenz und dem neuen schönen Einkaufszentrum. Also Sie sehen eigentlich erst jetzt, sehen Sie, wie das Ganze so richtig anlaufen. Das erste Mal, kann man das so sagen, oder? Ja, das kann man wirklich so sagen. Wir sind hier so gebremst worden und das braucht ja immer dann auch wieder Zeit. Und jetzt sehen wir es wirklich und sind sehr erfreut natürlich über die Entwicklung. Seit 2005 sind Sie hier Chef im Perry Center. Zu dieser Zeit hat es noch nicht mal Smartphones gegeben. Wie hat sich jetzt abgesehen, vielleicht noch ein bisschen vom Online, Einkaufen. Wie hat sich das Einkaufsverhalten in Ihrer Wahrnehmung verändert und entwickelt? Und was ist heute anders bei den Kundinnen und Kunden? Ja, es ist alles anders. Es ist wirklich alles anders. Es ist auch die Öffnungszeiten sind natürlich, die Leute sind gestresster, es ist hektischer geworden. Die Kunden verlangen da mehr. Aber das ist die Welt im Moment. Es ist viel hektischer geworden. Ja, da muss man mitmachen und wir sind ja froh, dass so viele Kunden bei uns immer noch treu sind und kommen. Das ist gleich geblieben, all die Jahre. Und wir machen den Schritt mit, wie es sein muss. Also, welche Folgen müssen Sie da sozusagen daraus ziehen als Chef von einem so einem Einkaufscenter, um eben den veränderten, in der hektischeren Welt entgegenzukommen, den Kunden, die weniger Zeit haben? Also, welche Bedürfnisse muss man da abholen? Ja, es darf auch weniger laut sein, also weniger laute Events zum Beispiel. Man muss aber auch viel, ich sage jetzt, die Hauswart, technische Dienste müssen auch psychologisch viel abgefedert reagieren, weil die Aggressionen sind höher und das ist zum Teil manchmal schwierig. Und so ein bisschen den Eventcharakter. Also man will ja nicht nur die Ware holen, sondern man will wahrscheinlich in einem Einkaufszentrum auch Erlebnis Erlebnischarakter. Ich nehme an, das müssen Sie auch irgendwo abholen. Ja, das ist so. Das Perry ist auch bekannt, seit es eigentlich besteht, dass es immer Event gibt und das fahren wir fort. Und passt jetzt natürlich auch den neuen Gelegenheiten an. Und es hat sich auch vieles entwickelt, wo man natürlich Event auch mit Spielen und so viel besser kann machen kann wie früher. Die ganze Technologie hat sich verändert und auch dem muss man sich anpassen, ja. Was sehen Sie, was besonders gut ankommt, jetzt auch, wo Sie umgebaut haben? Sie haben neue Geschichten implementiert, das Hotel beispielsweise, da, Betrieb, wo
gut gefahren worden ist. Was läuft besonders gut? Was kommt besonders gut an? Ja, ich glaube, das Ganze im Gesamten kommt gut an. Wir haben sehr breite Gänge, man hat Luft, man fühlt sich wohl. Nach der Pandemie, wo das wichtig ist, Abstand halten und, ist das natürlich auch wieder zu gut gekommen. Und dann der ganze Mietermix, der neue, der sehr gut ankommt. Ich will nicht einzelne Geschäfte erwähnen, sondern es ist wirklich eben das Gesamte, das muss stimmen. Und das Hotel hat sich auch nach der Corona jetzt sehr gut entwickelt. Und ich meine, es ist mitten in der Schweiz und das macht uns auch sehr Freude. Und das merkt man auch, dass eben Leute hier absteigen, die irgendwo einen sehr zentralen Punkt suchen, noch bei der Autobahn, um hier zu übernachten. Ja, wir haben Haufen Reisende, wir haben aber eine Haufen Firmen und natürlich jetzt auch wieder Haufen Event. Und all da, aus dem heraus gibt es natürlich dann eben unsere Kunden. Ende 2021 hat Coop das Peri übernommen, wo vorher in einer Mehrheit, in einer Familie oder Gesamtaktien Kapital ist bei einer Familie gewesen. Und Coop hat alle Mitarbeitenden übernommen, sie sind Chef geblieben. Ja. Gleich, was hat sich geändert? Ja, auch vieles. Ja. Also Mitarbeiter haben es wirklich alle übernommen und die arbeiten da. Das macht auch sehr Freude, dass das geklappt hat. Das ist nicht selbstverständlich, weil es muss auf den Sand zukommen sein. Es ist eben vieles anders. Das sind viel kompliziertere Abläufe. Es ist mehr Technologie. Ja, es ist nicht mehr das Gleiche, auch nicht für mich, aber ich bin nicht mehr der Jüngste und es kommt mir zum Teil auch zu gut. Also ich habe natürlich gewisse Sachen, die ich nicht mehr machen muss, Aktionärensitzungen, Verwaltungsratssitzungen und so fort. Und ja, ich bin gut angekommen, wir werden wirklich sehr gut behandelt, haben aber auch gute Zahlen und ich glaube, das ist eine gelungene Sache geworden. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste, oder? Dass Sie können, gute Absolut. Zahlen vorweisen können. Ja, absolut. Ja, das ist eins, Gesundheit und das ist das Wichtigste. Ja. Jetzt feiern Sie das 50-Jahre-Jubiläum, aufgegangen 1973, vom 21. bis 23. April gibt es 50-Jahre-Jubiläum. Wie feiern Sie mit Ihren Kundinnen, Kunden, Mitarbeitenden die 50 Jahre? Ja, das gibt ein grosses Fest, also auch mit dem Sonntagsverkauf noch. Wir haben Haufen Attraktionen, man kann Opel Corsa gewinnen, man kann Einkaufsgutschein gewinnen für 2'000 und 1'000 Franken und etwa 4'000 Sofortpreisen. Also es gibt ein grosses Fest für unsere Kunden und Kundinnen. Für die Mitarbeiter gibt es nachher einen Wettbewerb, wo sie Heureisengutschein gewinnen im Wert von 1'500 Franken und im Herbst gibt es dann noch das Fest für die Mitarbeiter. Also da gibt es wahrscheinlich an dem 23. rechten Röndom am Sonntag. He? Ja, ich hoffe nicht nur am 23. Okay. Ich hoffe alle drei Tage, aber der Sonntag ist so ein richtiger Familientag, weil es gibt ja dann auch für die Kinder gratis Popcorn, gratis Zuckerwatte. Also es sollen alle Freude haben, die da sind. Jetzt hat sich das Peri hat sich ja in den letzten Jahren, in den 50 Jahren immer wieder verändert, müssen verändern. Sie haben es eingangs erwähnt, gerade auf die Pandemie hin hat man wieder einen Umbau realisiert, wo man dann eben auf dem linken Fuß sozusagen verwutscht worden ist. Jetzt, was haben Sie für Pläne für die nächsten Jahre? Gibt es da irgendetwas in der Pipeline, wo Sie aus dem Neichkästchen plaudern können, was geplant ist an weiteren Entwicklungen? Ja, das hängt immer ein bisschen ab mit den Mietern. Oder? Wir haben jetzt das Vögelischhaus, das sich verändert hat vor kurzem. Das heisst, dort hinten gibt es sicher einen Umbau, eine Vergrößerung und dann einen Nachmieter. Und, hoffentlich vielleicht wieder einen Schuf? Nein, leider. Oder nein, nicht. Wir haben uns anders entschieden. Es gibt aber sonst einen tollen Laden dort. Ich will noch nicht mehr verraten. Das ist die nächste Etappe. Es gibt eine grosse Etappe, weil die ganzen Brandschutzmaßnahmen im hintersten Teil, im Quadrant 4, auch müssen angepasst werden. Und das gibt jetzt schon noch ein Jahr Arbeit, bis wir das machen können. Und nachher werden wir dann auch mal ein bisschen profitieren von all dem, was wir jetzt gemacht haben. Also, man sollte ja auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen wieder. Mhm. Jetzt das 100-Jahr-Jubiläum von Peri werden wir wahrscheinlich beide nicht erleben, gehe ich jetzt mal davon aus, vielleicht ja schon. Aber trotzdem, haben Sie mal darüber nachgedacht, wie so ein Einkaufszentrum in 50 Jahren aussehen könnte? Gehen wir den überhaupt noch einkaufen, nachdem was wir jetzt alle mit den Smartphones gehen posten inzwischen auch, unter anderem? Ja, man wird auch in 50 Jahren, wenn es Peri 100 ist, wird man auch noch da einkaufen, bin ich überzeugt. Weil man hat schon im 1973 gesagt, ja, jetzt kommt ein Lehner oder wer auch immer gekommen ist, jetzt ist das Ende vom Einkaufszentrum.
Man wird sich wieder anpassen und wir haben ja immer mehr Umsatz gemacht seit 2005. Wieso soll jetzt das nicht stabilisiert bleiben oder sogar noch zusätzlich gehen? Man wird sich anpassen. Aber was das genau ist, habe ich mir noch nie überlegt. Wird der Eventcharakter, dass die Leute noch mehr wollen, essen oder irgendwie? Kann sein. Vielleicht verkauft man dann mehr Auto oder was auch immer. Ich weiss es nicht. Ich habe mir auch nicht Gedanken gemacht. Das ist mir dann wirklich gleich. Ja, gut, aber Sie sind jetzt gerade noch nicht vor allzu langer Zeit 60 geworden. Hm? Ja, richtig. Und wie lange spielen Sie noch den Mr. Perry? Das noch darf mit dieser Frage aufhören? Ja, das sind ja verschiedene Faktoren. Also erstens muss mich ja, die Firma behalten. Das nehme ich an, im Moment sieht es so aus. Dann Gesundheit spielt eine grosse Rolle. Und ich lasse auf mich zukommen. Also mir macht Spass. Und ich sage ja, die nächsten 2 Jahre bin ich sicher noch da. Was nachher ist, wissen wir nicht. Wir lassen uns überraschen. Dann ist das wahrscheinlich und sicher nicht der letzte Talk gewesen. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Nächste Woche sind wir im Blumenheim. Das wird 150 Jahre alt, unter anderem mit der Leiterin vom Blumenheim, mit der Irma Jordi und hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Spitex Lindenhof in Oftrigen. Professionell, strukturiert und persönlich. Trotz gesundheitlichen Einschränkungen dort leben, wo man sich am wohlsten fühlt. Daheim. Das ermöglicht die Spitex Lindenhof mit ihren Pflege- und Hilfeleistungen rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, inklusive Notrufdienst.